Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Ich habe wieder mein Leveler. Ja. Es ist also Zeit für einen kleinen Maxwell. Ja. Wir haben schon drei Maxwell'sche Gleichungen kennengelernt. Ja. Sind die da. Schauen wir uns das nochmal an. Satz vom elektrischen Hüllenfluss, Satz vom magnetischen Hüllenfluss, dann die letzte da unten, Ampere-Maxwell-Satz. Was noch fehlt, ist das hier. Ja. Das ist das sogenannte Induktionsgesetz und um das geht es heute. Ja? Induktionsgesetz. Wer kann sich noch erinnern an die an Gustav Kirchhoff seine Schleifenregel. Ja? Da haben wir gesagt, das gilt nur bei nicht vorhandensein von sich ändernden Magnetfeldern. Ja? Jetzt werden wir das verallgemeinern. Jetzt kommt es nämlich zur Induktion. Okay? Also, wir hatten eine sogenannte Masche, ja? Das hat so ausgeschaut irgendwie, da haben wir eine Spannungsquelle von mir aus, da haben wir einen Widerstand, da haben wir einen anderen Widerstand. Ich zeichne jetzt einfach einmal einen Kreis aus drauf. R1, R2, ja? Da haben wir dann gesagt, okay, da gibt es hier eben ein U1, gibt es ein U2, gibt es ein U0. Ja. Da gibt es ein I. Ja. So. Die Maschenregel hat gesagt, dass die Summe aller Maschen da drinnen 0, ja, die Summe aller Spannungen entlang eines Umlaufsinns einer Masche muss 0 ergeben. Ja, also das war ja die Maschenregel, dass die Summe von UI gleich 0 ist. 0 Volt. Ja, das war die Maschenregel. Kann sich hoffentlich noch jeder erinnern. Ja. Gilt jedoch nur bei nicht vorhandensein von sich ändernden Magnetfeldern. So, jetzt mache ich da ein magnetisches Feld, einen magnetischen Fluss, ja, einen Verkettungsfluss und den tue ich rechtswendig zuordnen, den Strom, das ist jetzt ein bisschen wichtig, ja, also der Strom und die Spannungen sind bei den Widerständen in die gleichen Richtungen und der Strom, was erzeugt für ein Magnetfeld, das geht da raus und da rein, da geht es also rein, also hier in der Schleife drinnen würde es praktisch hier ein Phi V geben, einen Verkettungsfluss, es könnte sein, dass das ein paar Mal in Gras geht, ja, einen Verkettungsfluss, der da durchgeht. Ja. So, jetzt ersetze ich die Maschenregel, wenn sowas da ist, ja, ein magnetisches Feld, dann ist es schon mal verdächtig, ja. Dann gilt nämlich das da hinten nicht mehr. Ja. Sondern, dann gilt stattdessen die Summe aller Spannungen da drinnen, ja, ist minus der Änderungsrate des Verkettungsflusses. Okay? Und Achtung auf das Minus. Okay? Achtung auf das Minus. Das heißt, wenn das kleiner wird, wird die Spannung da positiv. Okay? Das heißt, bei steigendem Fluss wird die Spannung negativ, bei fallendem Fluss wird die Spannung positiv. Immer so zugewandt, ja, also rechtswendige Zuordnung ist ganz wichtig. Das sehen wir da auf meinem Level A, gell? Da ist halt das B, da ändert sich das B und dadurch gibt es eben ein elektrisches Feld, was hier verwirbelt wird. Das ist ein Wirbel, ein Nabelapparat, der Kreuz, das erzeugt eben eine Wirbeldichte. Ja? Und das heißt aber nichts anderes, makroskopisch heißt das genau das hier, ja? Dass eben die Spannung in einer geschlossenen Leiterschleife eben nicht null ist, sondern gleich der negativen Änderungsrate des magnetischen Flusses, das da durchgeht. Okay? Und das gilt immer. Ja? Also wichtig ist ein geschlossener Umlauf, ja? Rechtswendige Zuordnung, dann passen die Vorzeichen und das gilt immer. Ja? Egal, woher diese Änderungsrate kommt. Okay? Die Änderungsrate kann nämlich verschiedenste Ursachen haben.
Ja? Also die Änderungsrate, stellen wir uns eine Spule vor, ja? Es fängt an, einen Strom durchzurinnen, was macht der Fluss da drin? Der wird mehr. Ja? Da gibt es eine Änderungsrate. Ja? Also die Änderungsrate des magnetischen Feldes kann unterschiedliche Ursachen haben. Erstens der Strom in der Spule selbst, okay? Der Strom ändert sich, das Magnetfeld ändert sich, deswegen ändert sich die Spannung an der Spule. Okay? Strom an der Spule selbst. Selbstinduktion heißt das. Oder Eigeninduktion. Okay? Strom an der Spule selbst. Dann andere Ströme, sodass man irgendwo ein Magnetfeld von einem anderen Strom erzeugt wird, kann das eine Ursache haben. Andere Ströme. Ja. Andere Ströme ändern sich, erzeugen ändernde magnetische Felder und das fange ich halt ein mit meiner Schleife. So werden zum Beispiel elektrische Zahnbürsten geladen. Ja. Oder das Induktionsheizkochfeld funktioniert so. Oder das kabellose Laden von Mobiltelefonen, von Mobilgeräten funktioniert auch so. Das heißt, halt ein anderer Strom, der erzeugt ein Magnetfeld und mit meinem Telefon oder so, oder mit meinem Kochtopf, ja, fange ich dieses Magnetfeld praktisch ein und in mein Telefon wird eine Spannung induziert und die kann ich verwenden, um mein Telefon aufzuladen, oder in meinen Kochboden wird halt eine Spannung induziert und die wird verwendet. Da rinnt der Strom im Topf unten und der wird heiß. Andere Ströme, ja, oder Dauermagnet. Also wenn ich hier einen Dauermagnet, einen Permanentmagnet, wenn ich den recht fest hin und her wackelt bei einer Leiterschleife, dann induziere ich da drinnen Spannung. Okay? So funktionieren zum Beispiel manche Generatoren. Ja? Sondern einfach Dauermagnete, die drehen sich da vorbei, ja, bei irgendwelchen Leiterschleifen und durch die Änderung entsteht in der Leiterschleife plötzlich eine Spannung und dann kommt schon der Strom und da geht schon dazu. Da geht schon zu. Okay? Dauermagnete. Das ist das Induktionsgesetz. Fertig. Ist gar nicht so schwer, ne? Wir werden uns jetzt die einzelnen Induktionen anschauen. Ja, wie kommt's zu Änderungen? Ja, es ist nämlich auch egal, ob sie zum Beispiel das Magnetfeld ändert, ruhende Induktion, oder ob sich die Leiterschleife ändert, ja, die Form der Leiterschleife irgendwie ändert, dass ich andere Teile des Magnetfeldes umspanne und somit den Durchfluss, geht auch. Ja, Bewegungsinduktion. Die eigene Induktion, das sehen wir uns an, okay, in den nächsten Videos. Für dieses Mal lassen wir es einmal gut sein. Wichtig. Induktionsgesetz. Jetzt haben wir alle vier Maxwell'schen Gleichungen. Jetzt können wir elektromagnetische Felder berechnen und da Licht nichts anderes ist als eine elektromagnetische Welle einer bestimmten Frequenz, stimmt das Level? Ja? Maxwell'sche Gleichungen beschreiben die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen und somit auch Licht. Also, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal ruhende Induktion. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.